Neben der klassischen Stichwortsuche gibt es bei Web of Science noch weitere Möglichkeiten, sich einem Thema anzunähern. Dabei spielt die Zitierung der Aufsätze eine wesentliche Rolle. Immer wenn ein Aufsatz von einem anderen Aufsatz als Quelle angegeben wird, wird dies auch in Web of Science dargestellt. Die Liste der zitierten Quellen für jeden Aufsatz finden wir auf der Artikeloberfläche nach einem Klick auf den Aufsatztitel. Im Bereich Citation Network werden die Cited References angezeigt. Wenn wir auf die Zahl klicken, bekommen wir als Trefferliste die zitierten Quellen, die in Web of Science verzeichnet sind. Die Cited References erlauben uns einen Blick in die Vergangenheit, zu den Grundlagen. Wenn wir uns für einen Artikel interessieren, ist es naheliegend, dass wir uns auch die Artikel ansehen möchten, die diesen Artikel zitieren. Das wird in Web of Science möglich über Citations. Diesen Hinweis bekommen wir ebenfalls im Citation Network oder auf der Trefferübersicht auf der rechten Seite. Durch den Klick auf die jeweilige Zahl bekommen wir eine Liste mit allen Artikeln angezeigt, die den ursprünglichen Artikel zitieren. Im Web of Science können wir auch nach einzelnen Personen suchen und uns so einem Thema nähern. Das kann zum Beispiel eine besonders bekannte Wissenschaftlerin oder unser Doktorvater sein, für deren Forschung wir uns besonders interessieren. Eine Autorensuche beginnen wir auf der Startseite und wählen statt All Fields das Feld Author aus. Im Suchschlitz wird schon angedeutet, wie gesucht werden sollte, nämlich immer mit dem Nachnamen und dann Vorname trunkiert. Die Trunkierung hilft uns, die unterschiedlichen Schreibweisen abzudecken. So ist es egal, ob der Vorname im Originalaufsatz ausgeschrieben wurde oder die Person einen weiteren Vornamen hat oder eben nicht. Wir können zum Beispiel nach Stephen Hawking, also Hawking S. Sternchen, suchen. Die Ergebnisliste enthält nun nur Treffer von ihm. Die gelbe Treffermarkierung befindet sich im Author-Feld. Diese Liste können wir nun zum Beispiel nach der Anzahl der Zitationen sortieren. Über Citations Highest First erhalten wir die Treffer zuerst, die am häufigsten zitiert wurden. Über Citation Report bekommen wir noch weitere, detaillierte Informationen. Wir sehen auf einen Blick, in welchem Jahr die Artikel des Autors wie oft zitiert wurden oder wie oft insgesamt. Mit all diesen Informationen können wir uns einem Themengebiet auf ganz eigene Weise nähern. Die Suche nach Zitationsnetzwerken kann die thematische Suche wertvoll ergänzen. Eventuell finden wir so Artikel, die wir mit der Stichwortsuche verpasst hätten.